Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück bei einem, ja, endlich wieder weiteren Bulk-Vlog von mir. Und zwar, ja, ihr habt eben gesehen, 96,1 wiege ich auf der Waage. Ich wog bis vor zwei Tagen noch 96,7. Abzüglich der Kamera sind das so knapp 96. Die wiegt irgendwie, glaube ich, 200 Gramm oder so. Oh Gott, Entschuldigung. Also wie auf Instagram mitgeteilt, lag es richtig. Hab gestern aber auch weniger gegessen am Abend, weil der Reis so krass angebraten ist, also angebrannt ist am Reiskocher, dass da so viel Reis verloren gegangen ist, obwohl ich irgendwie 200 Gramm reingetan habe, habe ich das Gefühl, waren es am Ende nur 120. Ich habe mir gerade eben ausgespült. Da liegt er. Hier. Irgendwie war da richtig viel Reis noch über. Also man muss echt aufpassen bei diesen, wie heißen die, Russell Hobbs Reiskocher, dass man den Reis quasi genau dann rausnimmt, also die Schale kurz bevor er fertig ist, damit er nicht anbrennt, weil es geht ein Haufen Reis verloren. Wie auch immer, davon mal unabhängig, ja, hatte ich dann auch keinen Bock mehr zu essen, weil es war kurz vorm zu Bett gehen. Und wenn ich zu vollen Magen habe, ist es einfach bei mir so, ich kann dann nicht richtig pennen. Es ist bei vielen so, soweit ich weiß. Einige sagen, oh, denen ist es egal, läuft auch so mit vollen oder leeren Magen, aber ich habe einen unruhigen Schlaf. Deshalb habe ich mir dann noch ein bisschen Kleinkram reingehauen. War aber scheinbar zu wenig. Und ja, dann sind es ein paar Kilos weniger geworden oder ein paar Gramm, aber das ist auch in meinen Augen für mich persönlich Pillepalle. Mal davon ab, unabhängig ist heute ein relativ geiler Tag, also ich starte diesen Vlog wieder mal sehr sexy. Ich hoffe, euch haben die ganzen Austria-Vlogs gefallen, beziehungsweise so wie ich gesehen habe, definitiv. Uns freut das halt enorm, dass es so gut angekommen ist. Hat auch uns selber riesen Spaß gebracht. Es ist eine riesen Freude gewesen, bei Manuel zu Hause zu sein, in seinem trauten neuen Heim. Wie gesagt, macht euch, seid gespannt, da folgt auf jeden Fall noch, ja, weiterer Schwachsinn von uns. Davon mal abgesehen, ist heute ein wirklich geiler Tag. Wir haben Freitag, ich habe die Kamera leider erst spät in die Hand genommen. Arne hat zwischenzeitlich gefilmt, wir haben ja geplant oder wollen ja so einen gemeinsamen Vlog, Serial Part umsetzen, damit wir auch gemeinsam mal wirklich explizit Videos machen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich Arne später sehe, wird ein Bulk-Vlog, denn ich filme den ganzen Tag. Es geht heute nach Berlin mit dem Fitness-Oscar. Ja, alles Weitere erzähle ich euch später nochmal. Warum, wieso, weshalb. Und mein Essen steht schon auf dem Tisch. Und zwar gibt es bei mir wieder mein klassisches Müsli. Die Milch ist unten, hat sich schon eingesogen in die Dinkelflocken, Bananen, Erdbeeren, Himbeeren und ein bisschen Ahornsirup. Dann habe ich hier nochmal meine sexy Eier. Meine sexy Eier mit ganz viel Mais. Wie einige wissen, ich bin echt ein Maisliebhaber. Ich stehe da so enorm drauf. Das haue ich mir jetzt rein. Ich muss mich sputen. Boah, wir haben es 20 vor 11. Scheiße. Denn um 12 Uhr gehe ich ins Beintraining mit Oskar und Arne. Das wird fucking knapp. Deshalb schneller was reinzwirbeln und ja. Ah, wartet mal. Ich habe ein neues Familienmitglied. Und zwar, einige haben es auf Snapchat schon gesehen. Dieses sexy Gerät. MacBook Pro 15 Zoll. Da liegt der Gute. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer hier mit dem Öffnen. Sekündchen. Brup, brup. So. Natürlich klassischer Name. Wie ihr seht, Johnny Tapia, heißt auch dieses MacBook. MacBook Pro 15 Zoll, 16 GB Arbeitsspeicher, ich glaube 2,3 Prozessor, Intel i7 und ich habe mir jetzt gerade hier Flair Interview gestern Abend angeschaut, nochmal laut ein bisschen über Julian Zietler. Auf jeden Fall möchte ich damit für mich, für unsere Videos, ja, eine, ja, Revolution erschaffen. Und zwar habe ich ja solche sexy Sachen drauf wie Final Cut. Ihr großer Fan von Christian Guzman. Und ja, seid gespannt. Wenn ich brauche erstmal eine Zeit, mich einzuarbeiten. Das wird bestimmt ein bis drei Videos dauern. Aber dann könnt ihr euch auf, ja, hoffentlich richtig geile Qualität gefasst machen. Wer kennt dieses sexy Bett hier? Schreibt es in die Kommentare, wem es gehört.
Da Oskar ja so gern schläft, haben wir es jetzt, wie spät? 10 vor 12. Und der junge Mann ist gerade wach geworden. Ja, wir waren um 12:15 verabredet. Ich wach so 20 vor auf. Oh, er kommt ja gleich. Noch nichts gemacht, nichts gegessen. Hat doch noch nichts Aber gegessen, shit. Willst du deinen ja. Insta-Mode-Shake noch reinhauen? Nee, nicht vor dem Beintraining. Ich Ja, gehe okay. einfach so und dann hole ich das irgendwie auf. Hol ich das irgendwie auf? Ah, Nur meine Mutter schwer. hat uns, wie heißt der? Gibt's auf Polnisch? Vinaigrette? Vinaigrette-Salat? Rote-Bete-Salat mit Eiern, Mayo und So. so hat sie uns mitgegeben. Oh geil, weiß ich nicht. Ne, ich zeig dir, das kennst du bestimmt. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal zum Sport, stehen Beine an, habe ich gar nicht erwähnt. Und dann gehen wir Junge. was futtern, dann machen wir uns noch schick. Ich weiß nicht, ob, boah, muss ich noch ins Solarium? Bin ich in Brown oder auch nicht? Ich sehe das immer nicht. Man nimmt das nicht mal wahr irgendwann, ne? Nee, Ist aber total. ich war schon so lange nicht mehr. Ich müsste eigentlich. Ja, dann gehen wir vielleicht noch Solarium, also Geld ausgeben. Unser Motto für das heutige Wochenende. Freunde, welcome im alten McPhilix, würde Manuel sagen. Ihr seht schon, was heute los ist. Alle Leggings am Start, das heißt Black Day. Hier mit Oscar und seinen Kollegen Jesse. Wir haben heute Vierer gegen McPhilix. Und dann schauen wir mal, ob wir alles abfilmen können. Das finde ich einen schönen Dank. Aber wir geben alles für euch. Nightly waste, all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts. Oskar, erzählt euch, was wir hier machen. Hört einfach Oskar zu. Schön hier, knusprige Ente mit, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Soße. Szechuan oder sowas. Szechuan. Ja, oder so. Alle hier ordentlich Reis am Start. Was hast du? Das ist auch Szechuan. Szechuan mit Gemüse, glaube ich. Ja. Ja, schön scharf. Und zweimal die Nummer 90 und dreimal heiß. Und genau. Suppe. Hattest du schon mal gegessen? Wontansuppe gibt's ja überall. Das ist ja einfach gefüllter Teigmantel mit Hack. Eigentlich nicht so cool, würde ich, aber ich habe extrem Bock auf Suppe. Ich habe auch richtig schon nichts gegessen. Was hast du nur dreimal Reis? Hatten Ja. wir nicht vier besprochen? Oder fünf eigentlich? Versuch das zu schaffen. Ja. So, und wieder gewohntes Bett wie vorhin. Tapia wieder fleißig am Arbeiten, beziehungsweise ich probiere es, aber ich brauche diese Speicherkarte, damit ich dieses Video schon teilweise schneiden kann.
Ich probiere quasi das erste Video auf meinem neuen Mac zu schneiden. Mal sehen, ihr werdet sehen, wie es geworden ist. Sagt mir mal Bescheid, ob man überhaupt einen Unterschied sieht. Ich hoffe ja, dann war die Investition nicht umsonst. Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier auf Oskars Bett. Wir waren schon bei mir, wir haben gepackt, beziehungsweise ich habe gepackt, einen ganzen Koffer, also so einen Handgepäckkoffer. Der ist genauso voll wie ja, zur Reise nach Manuel. Keine Ahnung, was ich da alles reingetan habe. Auf jeden Fall ist Oskar auch gerade fleißig am Packen hier. Und der braucht für morgen ein paar mehr Outfits. Happy Birthday! Happy Birthday, Oskar, zum Geburtstag. Und mein Cousin. Süß. Dann hat er noch mehr dazu geschrieben. Was hat er geschrieben? Zum 25. Geburtstag. Ohne T. Und dann von Dominik. Ja, als Pole darf man das. Ja. Ausländer dürfen das. Und? Oh, was ist hier? Oha. Neuen Questbar, noch nie gegessen. Zeig mal. Pumpkin Pie. Ah, ist es der, wo Dingens meinte, der schmeckt nach Waschpulver? Nee, Arne meinte, das ist der Beste. Das ist der Beste? Ja. Also, ich kenne ihn auch nicht. Riecht man den? Ah, der ist auch dicker, ne? Ja, und Oma hat das mit Glasur und so. Das ist eine Special Edition. Oh, abgezogen! Nein, ja. Ich habe hier auch schon so viel Sachen. Ich glaube, wir bleiben nur 2 Tage. Ne? Ja. Nein, wir bleiben doch 1 Woche. Ja, und dann, achso, die Mission ist jetzt auf jeden Fall nochmal Oskar zum Friseur zu schleppen. Gleich kurz zu Walid noch. Noch zu Walid auch noch, oh Gott. Mann, wir kommen niemals, wir kommen um 1 Uhr nachts an oder so. Oskar fährt, ich cutte. Erst Nachtmensch, du bist sowieso hellwach. Ja, ja. Ich bin gerade erst aufgestanden. Quasi. Ja, genau, er war gar nicht mit. Das sind Aufnahmen noch von vorgestern. Er ist gerade erst aufgestanden. Nee, Leute, auf jeden Fall, ja, bleibt dran und dann schauen wir mal. Machen wir gleich mal ein Vorher-Nachher-Foto von Oski. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Er hofft noch. Oh, sexy boy. Model Blink. Berlin, Berlin! So, wir sind jetzt sexy on trip. Wir haben jetzt noch genau. Wir sind noch in Hamburg. In Hamburg. Wir haben jetzt 280 Kilometer nach Berlin. Aber es geht relativ fix. Ich dachte, es wären mehr. Ich, ja, ich bin gerade total geflasht, dass meine Kamera uns hier noch sieht. Ne? Ja, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Kein Problem. Oskar fährt mit meinem Wagen, weil ich mich mal ein bisschen während der Fahrzeit mit Final Cut endlich mal beschäftigen will, weil sonst kriege ich dieses Wochenende noch nicht mal mehr ein Video fertig. Ihr habt ja gesehen, ich habe diese Woche nichts mehr hochgeladen, außer Österreich am Montag. Ich habe schon 2 Videos gemacht. Eins habe ich heute rausgehauen um 14 Uhr. Ein kompletter Tag eines Pumpers. Wieder 25 Minuten geht das Video. Echt? Ich glaube, eins meiner längsten Videos. Hatte ich mal so Bock drauf, weil die Leute... Was hast du gemacht? Wo war das? Das war hier zu Hause. Schon mit Training und Ernährung. Aber auch viel Quatschen. Einfach nur so. Ich hatte das Bedürfnis nach Reden. Ah! Oskar wurde wieder sentimental und... Wie sagen die immer, philosophisch. Auf jeden Fall, ja, probiere mich an Final Cut und es gibt was Interessantes. Nein, ah, hier seht ihr, der Dom läuft. Du hast das Essen gar nicht gefilmt. Ah, stimmt ja, ich habe das Essen nicht gefilmt. Wir waren gerade beim Türkenessen. Es gab, schaut mal hier auf seinem Channel vorbei, wer ihn noch nicht kennt. Ne? Wer ist dieser Junge? Wer ist dieser Junge? Das ist Tapia und ich bin Fitness-Oskar. Auf jeden Fall waren wir beim Türken Barmbek Adana Kebab haben wir gegessen. Das ist quasi Lammhackfleisch, ja, mit Reis und ganz viel fettigen Soßen und so, ja. Und jetzt sieht man low fat nicht. Jetzt sieht man uns gar nicht und ja, deshalb schalte ich auch mal ab.
in Berlin angekommen. Die Fahrt war ja easy, wirklich. 2,5 Stunden sind wir durchgerast. Oscar ist durchgefahren. Bist du ein Topfilmer? Ja. Ja. Für mich ist Nacht. Nacht um, ja, wir haben es jetzt kurz vor 12. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt rausgelassen beim Freund. Wer das ist, könnt ihr auf seinem Channel sehen. Und ich fahre dann ins Hotel. Ich will auf jeden Fall heute noch anfangen zu cutten. Die haben morgen das Shooting. Da will ich nicht stören, deshalb stoße ich dann später dazu, wenn es dann zum großen Vorrang geht. Denke auch, dass heute nichts Spannendes passieren wird. Ich hoffe, ich kriege das Video relativ schnell gecuttet. Ihr habt gesehen, ich habe schon damit angefangen. Mal schauen, wie schnell es geht. Ich hoffe, es geht sogar morgen schon online. Das wäre für mich der Oberhammer, denn dann heißt es, dass ich mit Final Cut klar gekommen bin. Also Leute, danke fürs Einschalten und für mich bis morgen und für euch bis vielleicht übermorgen oder in 3 Tagen.